Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2, auf apokalyptisch, falls ich es nochmal erwähnen muss. Nein, wir stehen jetzt hier am Kessel, wir sollen ja das Feuer des Berges befreien und haben hier den lustigen Kerl kennengelernt, mit dem eine kleine Schlacht hier geschlagen. Wow, mein Pad vibriert. Oje, aber ist ja auch kein Wunder. Wenn man lange genug stehen bleibt, dann setzt sich Asche auf unsere Schulter. Hau ab, du Vogel. So, dann reden wir mal mit ihm. Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Bübchen. Ach, wir hatten schon mit ihm geredet, kann das sein? Du bist nur ein Bübchen. Ja, dann können wir jetzt tatsächlich hier reingehen. Genau, wir hatten die Truhe hier mitgenommen. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren. Sorry dafür. Und jetzt gehen wir hier rein. Ich bin nur ein Bübchen. So, da ist es verschlossen. Man kann es auch auf der Karte sehen. Da ist eigentlich überall verschlossen. Kisten, Kisten. Und hier ist ein Mechanismus, wie wir ihn schon kennen. Und den betätigen wir mal eben. Und Asche, der lilane Punkt da auf der Minimap unten rechts, das ist immer Asche. Unsere Krähe. Der zeigt uns auch den Weg an. So, anscheinend ist hier was blockiert. Die Türen sind alle zu. Dann schauen wir uns mal eben etwas um und wir sehen da schon wieder solche Verderbtheitskrieger oder wie die heißen. Was seid ihr nochmal? Ihr seid Kreationenkrieger, okay. So. Ja, mit der Glefe hauen wir ein bisschen mehr Schaden raus. Da ist eine Truhe, die nehmen wir eben nochmal mit. Oh, ich muss auf meine Gesundheit achten. Sonst müssen wir gleich nochmal auffüllen, ne? Dann gebe ich mal einen aus. So, zack. Hier sehen wir Gewächse. Die wir ja schon so ein bisschen aus dem ersten Teil kennen. Die sehen jetzt vielleicht ein bisschen anders aus, aber wir kennen das Ganze ja schon. So, dann haben wir hier, ja, Schattenbomben. Extrem explosiv, können verwendet werden, um bestimmte Objekte zu zerstören oder andere zu verschieben. Das ist natürlich ein dezenter Hinweis. Ja, es ist gut. Es ist gut jetzt. Hallo. Oh, komm schon. Schluss jetzt. So, ich will das Ding loswerden, weil es nämlich explodiert. Und das war jetzt ganz toll geschossen. Und rückwärts gelaufen in die Lava. Oh Mann! Ey, voll der Profi hier. So, pass auf. So, jetzt aber. Komm schon. Danke. So, ich glaube, was Außergewöhnliches war da noch nicht bei. Wow, aufpassen, 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 aufpassen. Ich will nicht nochmal in die Lava fliegen. So. Dafür ist die nämlich schon nicht schlecht. Sie stößt zu, die Waffe. Man muss sie aber eben kurz aufladen, damit sie ein bisschen mehr Wumms entwickelt. Waren hier jetzt noch mehr? Nee, ich glaube nicht. Gut, wir haben da die Kiste mitgenommen und jetzt können wir hier drauf gehen. Und wie der Tipp eben schon gesagt hat, der bewegt den Schalter für uns und da geht die Tür auf. Achso, hier, rechter Stick, ne? Das ist der Zielmodus. Und ich hatte, glaube ich, vergessen, mit dem Steuerkreuz, mit dem Bewegungssteuerkreuz auf der... Nennt sich das Steuerkreuz? Das ist keine PS3. damit kann man mit dem Link nach links drücken. Dann kann ich einen Gesundheitstrank einnehmen. Von dem wir jetzt momentan 5 haben. Und die Zorntränke, die kann man mit Steuerkreuz nach rechts nehmen. Das hatte ich vergessen beim letzten Mal zu erwähnen. Hi Jungs. Boah, nicht schon wieder. Nicht da reinfallen. Nicht da reinfallen. Danke. Nee. Und zack. Da nützt auch Blocken nicht viel. Das ist das Schöne daran.
Und zack. Erledigt. Gut. Da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Aber hier ist offen. Also gucken wir hier natürlich rein. Und hier haben wir ein, ja, so ein richtiges Rätsel ist es eigentlich noch nicht, ne? Kann man nicht so sagen. Es lohnt sich auch hier, die Gegenstände zu zerschlagen. Die Kisten sollte man unbedingt machen. So, pass auf, wie war das? Ab, genau, ab. Und dann rüber. Wow. Gut. Das dann nehmen wir auf dem Rückweg mit. Nicht, dass ihr gleich schreit, oh nein, da war was. Da müssen wir jetzt drüber. Ah ja, genau. Und dafür müssen wir hier hoch. Und einmal nach. So, einmal an den Pfahl hier ran. Und dann hier rüber springen. Und dann hier schön rüber balancieren. Hopp, hopp, hopp. Nein, aus jetzt. Ja, manchmal ist er zu agil. Da will er mehr, als ich eigentlich möchte hier. Gut. Und man sieht immer, wie gesagt, an den Spuren eigentlich recht schön, wo man lang muss. Ja, ist ja gut. Okay, dann beenden wir das eben. Dann drücken wir B und springen hier runter. So, hier haben wir wieder so eine Schattenbombe. Dann können wir schon mal hier in Zielmodus gehen. Moment. Und zack. Und da geht die Tür auf. So, hier ist auch sonst nichts mehr für uns zu machen. Oh, verdammt. Das war jetzt ganz geschickt. Ich habe jetzt eben tatsächlich gedacht, wenn ich jetzt zweimal drücke, dann kommt Schattenflug. Ja, ich war im falschen Teil. Okay, dann muss ich mal eben einmal sterben. Geht nicht anders. War ja jetzt ganz geschickt. Und dann können wir jetzt hier durch. Wow. Hi. Ey. Ja, die schmeißen auch hier. Na. Also, jetzt ist aber gut hier. Was ist mit mir los heute? So, damit können wir erstmal wieder ein bisschen Abstand zueinander gewinnen. So, und den können wir finishen. Das machen wir auch mal eben. Ah. Natürlich spawnen neue in der Zeit. Nee, 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 nee. Steineschmeißer hier. So, den haben wir in den Abgrund geschossen. Und das war's. Okay, die anderen haben nichts, nichts fallen lassen. Okay. Und hier haben wir einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur eine beeindruckende Kulisse. Wobei wir, wie schon gesehen, nicht auf der Erde sind. Wir sind eigentlich in einer, tja, auch nicht in einer Parallelwelt. Wir sind einfach in einer anderen Welt. Und da hören und sehen wir schon etwas. Nichtsdestotrotz nehmen wir die Kiste hier mit. Und haben die Verlieskarte. Die gibt es auch hier. Sehr praktisch. Ach, wir können auch mal eben gucken, was wir sonst noch Schönes Neues haben. Also wie man sieht, Schrott. Na, das können wir dann bei Wulgrim verkaufen. Das ist die Glefe, die haben wir auch ausgerüstet.
Dann haben wir hier das Schulterstück des Reiters, was wir immer noch nicht tragen können. Das haben wir, ne? Haben wir noch nicht. Oh, wir haben noch kein Schulterstück gehabt. Kannst du mal sehen. Okay. Einfach nur ein Gewand. Dann haben wir Stulpen. Haben wir die? Nein. Ja, die haben wir. Die haben wir angelegt. Und Vagabundenstiefel, die eine bessere... Ja, die hätten bessere Werte. Anlegen. Haben wir den eigentlich angelegt? Nein. Das machen wir gleich mal. Gut. Ich glaube, bei Magie haben die Waffen dann auch wieder mehr Wirkung. Nein. Die haben wir angelegt. Naja, das ist unsere Glefe, genau. So, und ansonsten haben wir jetzt hier die Karte. Wir sehen, da sind wir gerade, da haben wir gerade die Truhe geöffnet. Hier müssen wir jetzt noch hin. Und wir brauchen den Schlüssel. So, Stockwerk wechseln können wir auch, aber da ist unten nicht viel. Es ist eigentlich alles auf einer Ebene. Gut, dann schauen wir mal, was hier los ist, ne? Action ohne uns geht ja gar nicht. Oh! Ah, ein Pirsch. Den haben wir ja schon freundlicherweise kennengelernt. Der war ja nicht ganz so witzig. Ich weiß auch nicht. Doch, jetzt hat er die kaputt gemacht. Aber es spawnt ein neuer. Ich glaube, es hat wenig Wert, einfach zuzugucken. Weil die einfach wieder neu spawnen würden. Also mischen wir mal ein bisschen mit. Wobei ich den Pirsch eigentlich ganz gerne unabhängig von den anderen machen würde. Und der erwischt mich natürlich trotzdem. Moment. Und gleich wieder ausweichen. Ja, da schüttelt sie dich, ne? So, schön. Wow. Die hauen auch mehrfach dazu. Und schon haben wir auch noch Pirschknochen erhalten. Und nochmal Sensen. Okay, und das Geld noch mitnehmen. Und dann müssen wir Kahn jetzt nach dem nächsten Inhaltsstoff befragen, zu Edztau, wo wir das finden können, damit uns Muria, heißt sie, glaube ich, die Schamanin, damit sie uns den Talisman basteln kann. So. Gut. Und hier haben wir eine geheimnisvolle Kiste. Aha. Der Skelettschlüssel, den wir ja schon einmal erhalten haben. Ja, ich will Asche nicht rufen, danke. Jetzt gehen wir nämlich erstmal wieder zurück. Oh, Moment. Und zwar hier. Nein, nein, komm doch mal bitte runter. Hoho, fieser Kamerawechsel. So, zack, hier einmal rüber bitte. Dankeschön. Und jetzt können wir zu der Tür zurück. Und hier können wir einmal rüber und nehmen die Medaille einmal mit. Ich glaube, von der haben wir eben in den Kisten auch eine aufgesammelt. Das sah so vom Effekt her so aus. Also deswegen, es lohnt sich echt, hier alle Kisten high kaputt zu machen. Na! Danke. Na gut. Back to business. Was war das eben? Okay. Und hinein. Ja, wenn die Arme schon mal draußen waren, um das den Schlüssel zu benutzen, dann können wir ja auch, hätte er ja auch gleich die Tür aufmachen können, ne? Da oben sehen wir so eine Münze, die wir sammeln sollen. Und hier ist eine Kugel. Und eine Einkerbung für diese Kugel. Also deswegen, ja, vergleichsweise,
Weiß ich auch nicht. Kann man sagen, dass der zweite Teil ein bisschen einfacher ist, nicht ganz so knackig von den Rätseln? Ich habe keine Ahnung. Im Nachhinein würde ich schon fast sagen, ich habe bei. Hallo, hast du jetzt bitte mal das Ding an hier? Ah, danke. Ich hatte im Nachhinein das Gefühl, als wenn ich mit Darksiders, also mit dem ersten Teil, größere Probleme gehabt hatte bei den Rätseln, um auch alles zu finden. Man könnte vielleicht sagen, aber ich kann das jetzt schlecht beurteilen, weil ich ja den ersten Teil gespielt habe und man weiß dann schon so ein bisschen beim zweiten Teil Bescheid, wie man agieren muss. Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal sagen, wenn ihr Darksiders schon mal gespielt habt, beide Teile vielleicht, oder nur einen Teil, könnt ihr mal sagen, wie ihr das empfunden habt. So, mit der Kugel haben wir hier irgendeinen Kreislauf geschlossen und da hat sich hier so ein Pinöppel rausgelöst, dass wir hochklettern können. Nehmen wir mit und die Münze kriegen wir die so. Aber wir können das auch. Ich glaube, am einfachsten wäre es mal eben so zu machen und ja. Gut. Eingesammelt. Sehr schön. Gut. Dann hier einmal rüber. Und hier hoch. Ich kann das jetzt auch nicht genau sagen. Also es kam mir vor, als ich Darksiders, das erste Mal auf PS3 gespielt habe. Ich hatte mir ja alles vorbestellt und auch mit den DLCs noch dazu, als es alles noch gab und auch noch alles gepflegt wurde. Und für mich war der zweite Teil sehr kurzweilig. Ich hatte das Gefühl, ich hatte weniger Spielzeit, aber das ist ja nicht unbedingt negativ. Es ist ja auch, wenn sich ein Spiel zieht, ist es ja auch nicht gerade besonders witzig. So, hier wollen wir noch einmal rüber. Uah. Weil wir eine Kiste haben. Unmöglich. Na, oh, komm, dann nimm einen. So, sammle den anderen Kram bitte auch ein. Da liegt noch was. Gut. Ja, leider mehr als 5 können wir nicht mitnehmen von jedem. Und dann können wir hier rum. So. Krabbeln wir vorsichtig wieder runter. Können auch eigentlich schon loslassen. Gut. Und dann geht es hier durch. Versperrt. Versperrt. Mechanismus. Ja. Ja, da will ich jetzt aber noch nicht hin, Vogel. Wir machen, glaube ich, erstmal hier den Weg frei. Uah, uah. Und zack. Und nochmal einen hinterhersetzen. Oh, das war nix. Na gut, dann machen wir den Rest mit den Sensen. Und was haben wir hier? Ein weiteres Rätsel und noch mehr. Kreation, Gehilfe. Okay, du bist ein Gehilfe. Was war das jetzt eben? Der sah eben aus, als wenn er wieder voll aufgeladen gewesen wäre. Ach, das sind die Gehilfen. Schmeißen mit den Steinen. Und die anderen haben halt diese Cricket-Crocket-Schläger oder sowas da. Ja, tatsächlich. In der Hand. Nein! Ach, kannst du den mal bitte eben aufs Visier nehmen? Oder ins Visier nehmen, danke. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe. So, folgendes Problem. Da ist die Truhe, da wollen wir ran. Wir sehen schon ein Gewächs, eine Kugel, die wir benötigen. Das heißt, wir nehmen am besten das hier schon mal ins Visier, nehmen uns eine Schattenbombe und schmeißen damit. Und. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Komm. Komm. Danke. Und dann nehmen wir die Kugel.
Und drehe mal eben ein bisschen die Kamera. Und dann wollen wir nicht zu der Vertiefung da rechts, sondern wollen erstmal hierher. Na, 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 zurück mit dir. Zack. Weil hier noch eine zweite Kugel ist und eine Seite. Ja,